Wir haben ein großes Programm heute, nämlich zunächst begrüße ich ganz herzlich Christian Lengner und Julia Jander vom, freut mich sehr, hallo, vom, vom Netzwerk Märchen erzählen Hannover. Es ist so, für uns Welt in Hannover ist der Zusammenhang, die Interkulturalität, Sprache, also sich mit Sprache beschäftigen, gegenseitige Unterstützung, ja, und einfach Kulturgenuss. Und jetzt freue ich mich, dass die beiden ein Märchen erzählen werden, nämlich, ich meine, das Märchen ist im Tandem, nämlich auf Deutsch-Ukrainisch. Also das ist das Spezielle daran, genau. Und ja, ich gehe jetzt einmal mal beiseite und lasse die beiden erzählen. Es geht um die Bremer Stadtmusikanten. Bitte. Mal gucken, ob die aufbrechen. Ob sie aus Bremen oder nicht. Ja, ja, genau. Wir werden sehen, ob es die Bremer werden. Dankeschön. Ja, wie schon gesagt worden ist, wir erzählen ein Märchen, aber in zwei Sprachen. Auf Deutsch und? Ukrainisch. Okay, dann fängt es an. Жили були собі старий мельник та старий осел. Бідний осел все своє життя носив мішки на спині. Втомився він за своє життя, став старим, і одного дня... Da war eine Mühle, eine Windmühle auf einem Hügel. Der Hügel war grün vom Gras und in dem Gras wuchsen bunte Blumen. Die Mühle herum fliegen Schwalben. Es ist ein wunderbarer Sommertag. Eine Idylle. Aber unten am Hügel, da steht der Esel. Der Esel, der muss die schweren Säcke hoch zur Mühle tragen. Er ist schon ganz nass vom Schweiß. So schwer ist die Arbeit. Aber der Müller zieht ihn immer wieder am Führstrick den schmalen, gewundenen Weg hoch zur Mühle. Immer wieder. Und manchmal stolpert der Esel, weil er schon alt ist und schafft die schwere Arbeit nicht mehr so leicht. Der Müller, der das mitkriegt, der denkt sich, diesen Esel, den bringe ich besser zum Schlachter. Und dann hole ich mir einen Jungen, der die Arbeit leichter schafft. Aber der Esel merkt, was der Müller vorhat. Und einmal, wenn der Müller eine Mittagspause macht, da haut er ab. Коли мельник приліг спати, осел вирішив податися в дорогу. Er macht sich auf den Weg, die Landstraße, weg von der Mühle. Es ist ein warmer, staubiger Tag und da sieht er weit hinten an der Landstraße, sieht er einen großen Baum, der Schatten spendet. Und als er näher kommt, der hört er sowas. So. Слухай, чого ти розкричався? Що сталося? Ану, розказуй, що сталося? Ах, weißt du was? Ich bin abgehauen zu Hause. Ich bin alt geworden. Ich rieche nicht mehr so gut. Früher war ich gut. Ich konnte gut riechen. Ich habe meinem Herrn geholfen auf der Jagd. Und ich habe das Wild aufgescheucht. Und jetzt kann ich nicht mehr. Er will mich erschießen. Ich bin abgehauen zu Hause. Und wo soll ich jetzt hin? Та слухай, не переживай. У мене одна ідея, у мене план є. Ми підемо разом і станемо вуличними музикантами. І можемо будемо потім тут виступати. Пішли разом. Das ist eine gute Idee. Wir werden Musikanten und dann gehen wir nach Hannover. Da gibt es eine Kulturwiese bei der Faust und da kriegen wir bestimmt einen Auftritt. Bestell das. Ich komme mit. Die beiden gehen weiter. Und sie kommen an einem Bretterzaun vorbei und als sie da vorbeigehen, da hören sie so ein Eine Katze kommt durch ein Loch in den Bretterzaun auf den Weg zu dem Esel und zu dem Hund. Ja, weißt du, mir geht's nicht gut, weil ich,
ich soll ersäuft werden. Früher habe ich Mäuse gefangen. Ich habe so viel Mäuse gefangen. Ich war schnell. Ich war berühmt dafür. Aber jetzt bin ich müde. Ich bin den ganzen Tag müde. Ich könnte immerzu im Liegestuhl sitzen und was essen. Ja, und da haben sie gesagt, diese Katze, die werden wir ersäufen. Ja, deswegen geht's mir nicht gut. Слухай, слухай, вставай. Підемо разом. І станемо вуличними музикантами. Вставай, пішли разом. Ja, gut. Пішли разом. Ja, ich komme mit. Пішли. Ich komme mit. Und die Katze geht auch mit. Jetzt sind sie schon zu dritt. Und sie gehen auf dem Weg weiter. Und sie kommen an einem Hof vorbei. Und oben auf dem Tor, da sitzt ein Tier. Das macht ungefähr so. Kukuriku, Kukuriku, Kukuriku. Verlasti, schon du kriechst. Ach, weißt du, lieber Esel, ich krähe, solange ich kann. Morgen ist ja Sonntag. Und da hat die Herrin gesagt, es gibt Hühnersuppe. Ja, und wer soll in die Suppe? Ja, ich. Jetzt kriege ich noch. Ich habe nur noch wenige Stunden. Aber was soll ich machen? Das ist das Einzige, was ich kann. Kukuriku! Перестань, слухай. У мене одна ідея. Ми могли б стати вуличними музикантами. Я буду грати на балалайці. Пес буде грати на барабані. А кіт на скрипці. А ти міг би співати горластий. Ти ж такий горластий. Могли б виступати в місті Гавановарі. Eine gute Idee. Ja, meine Stimme ist wirklich gut, oder? Ich komme mit euch und dann gehen wir nach Hannover, nach Linden, zur Kulturwiese. Ich komme mit. Die vier Tiere, die machen sich auf den Weg, aber es ist so weit bis zur Kulturwiese und das schaffen sie nicht an einem Tag. Und dann wird es schon dunkel und dann müssen sie sich ein Plätzchen suchen. In einem Wald sind sie. Und da suchen sie sich einen Platz, wo sie übernachten. Aber die suchen jetzt was. Und wir wollten euch mal fragen, der Anja hat ja erzählt über die vielen Sprachen, die in Hannover gesprochen werden. Und da wollten wir fragen, könnt ihr denn so verschiedene Sprachen, jetzt hatten wir ja so einen Esel, könnt ihr Eselsprache? Vielleicht die Jungs da. Ja, ich höre was. Könnt ihr Esel? Ja, Mama. Ach, da, links. Links ist ja, gut. Hey, dann hatten wir einen Hund. Ein Hund? Ein Hund? Könnt ihr Hund? Hundesprache? Ja, ich habe was gehört. Könnt ihr Hundesprache? Ja, genau. Und dann hatten wir... Eine Katze noch. Katze? Könnt ihr Katze? Also eine ganz kleine Katze. Ganz kleine Katze. Ihr könnt ja auch gefährliche große Katze. Gut. Und dann hatten wir zum Schluss... Einen ukrainischen Hahn. Einen ukrainischen Hahn. Ja. Könnt ihr ukrainischen Hahn? Habt ihr genau zugehört? Der ukrainische Hahn? Ja, der ist super. Super, super. Das war ein hannoverscher Hahn. Hier, ukrainischer Hahn. Ja, genau. Die Hähne, die sind nämlich auch international unterschiedlich. Wir brauchen das vielleicht mal. Ne? Fremdsprachen ist immer gut, wenn man das kann. Die Tiere haben inzwischen gefunden, wo sie schlafen können. Der Esel und der Hund, die legen sich unter einen Baum. Die Katze klettert am Baum hoch, sucht sich einen Ast und legt sich drauf zum Schlafen. Der Hahn, der fliegt ganz bis oben auf die Spitze des Baumes. Und bevor er einschläft, da guckt er nochmal in alle Richtungen. Er sieht ein Licht. Ja, und er sagte, vielleicht sollten wir noch ein Stück weiter gehen. Da ist ein Licht, vielleicht ist da die bessere Herberge. Lass uns gehen. Alle machen sich noch weiter auf den Weg und gehen in Richtung zu dem Licht. Sie kommen näher, das Licht wird größer. Es ist ein hell erleuchtetes Fenster. Ein Haus mitten im Wald. Ja. Wer wohnt denn im Wald, mitten im Wald, so in so einem einsamen Haus? Wer wohnt denn da? Was hast du gesagt? Räuber. Genau, da wohnen Räuber. Und die,
Die Tiere sind neugierig und der Esel, der packt die Hufe auf den Fenstersitz. Der guckt hinein. Und die Tiere wollen wissen, was ist da? Was siehst du denn? Was siehst du? Oh, там розбійників багато, і сидять вони за столом, і їжі багато, і м'ясо на столі є. Da gibt es Fleisch für mich. М'ясо на столі є. Und і риба бачу є. Und Fisch. І риба є. Fisch ist gut für Katzen. Lecker. І кашка пшоняна бачу є. Ja, багато так всього. Für mich das auch. Genau. Wir müssen da rein. Wir brauchen einen Plan. Plan machen wir. Der Hund hat es gesagt. Wir haben einen Plan. Der Hund springt nämlich auf den Rücken des Esels. Собака застрибує на спину осла. Und die Katze krabbelt auf den Rücken des Hundes. А півень залітає на спину. Und der Hahn, der klettert ganz oben auf den Kopf der Katze. Und dann stehen sie vor dem Fenster. Und mit einem Mal, alle zusammen, machen sie einen fürchterlichen Krach. Das ist so fürchterlich laut, dass die Räuber Angst kriegen. Die Räuber haben vor nichts Angst, aber sie glauben, das ist ein Gespenst. Das ist so groß und so laut, das ist ein Gespenst. Sie laufen weg. So schnell sie können, laufen sie in den Wald. Mhm. Ganz schnell. Und dann können die Tiere ins Haus. Mhm. Und sie haben zu essen. Und schlafen. Ach, sie sind so lange gelaufen, jetzt hatten sie zu essen. Guck mal, ihr seid auch alle jetzt fertig mit Essen. Die Pommes und die, was hattest du? Pizza, und Bier, alles aufgegessen. Bier und Bier, Biertisch und Wein. Alles ist alle und Limonade. Und sie sind müde und schlafen. Sie suchen sich einen Platz, jeder nach seiner Art. Осел приліг спати на подвір'ї. Der Esel, der geht auf den Hof und legt sich neben den Misthaufen. А пес приліг спати на порозі. Oh, der Hund, der liegt auf der Schwelle, an der Tür. А кіт так тепло любить. І за Katze, die liebt die Wärme und die liegt am Ofen. Und der Hahn, а півен залетів на верхівку, ganz oben на дах, bis і auf там залишився спати. Dachbalken. Und dann ist Ruhe. Es ist still. Es ist leise, es ist ruhig, es ist dunkel. Und die Räuber sind irgendwann angehalten, sind nicht mehr weitergelaufen. Und der Räuberhauptmann, der sagte, vielleicht sind wir zu schnell weggelaufen. Wir müssen doch mal sehen, was da im Haus los ist. Wir brauchen einen Freiwilligen, der nach dem Haus sieht. Du bist freiwillig. Du gehst ins Haus und guckst nach. Der freiwillige Räuber, der geht ins Haus. Es ist alles dunkel, aber der Räuber weiß ja, wo alles ist. Er geht in die Küche und nimmt ein Streichholz und will es an zwei glühenden Kohlen anzünden. Der Hahn, der schreit oben auf dem Dach. Und der Räuber kommt bei der Bande an. Der Räuberhauptmann, der fragt ihn jetzt, ja, was bist du gerannt? Was ist denn los im Haus? Erzähl doch. Я туди зайшов, а там на припічку сиділа відьма. Вона мені як нігтями своїми роздерла все обличчя. So eine Hexe mit Krallen. Я далі втікав, а на порозі ще один чоловік сидів з ножем. Він мені як ножем, як порізав ногу. Я втікав. Mit so einem Messer war der und ist auf dich losgegangen. Ach, du. Я втікав далі, а на подвір'ї лежав.
Ще один. І він мені як поліякою по спині вдарить. So eine Keule hat er gehabt. І я втікав далі, а наверху сидів суддя і кричить: "Тримайте злодія, тримайте злодія". Dann können wir nicht zurück. Wir können nie wieder in dieses Haus, wenn da ein Richter auf dem Dach ist und sagt ins Gefängnis. Тримайте злодія, тримайте злодія. Wir müssen uns etwas anderes suchen. Die Räuber sind tatsächlich nicht wieder ins Haus gegangen. Die Tiere hatten das Haus ganz für sich und der Keller war voll mit Vorräten. Ja, und ob sie da geblieben sind und jemals bei der Kulturwiese ankommen, das wissen wir natürlich nicht. Und ти кажеш цей кінець, а хто слухав? Молодець. Hört man mich? Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank. Also das war eine richtig klasse erzählte Geschichte. Und jetzt habe ich ein paar Fragen an euch. Das heißt, wir schnappen uns da so ein paar Stühle und dann legen wir ja, okay. Los. Okay, ja, gut. Ja. Gut, ja. Wie kamt ihr denn zum Märchen erzählen? Mögt ihr vielleicht, ja, fang doch an, Julia, bitte. Wie ich kam, wie das so passiert, dass die meisten Dinge, die am schönsten sind, passieren zufällig. Ich wurde im letzten Jahr im Oktober gefragt, ob ich an dem Projekt teilnehmen möchte. Und ich habe die Info bekommen, wo die Anmeldung schon durch war. Und ich habe mich nach der Anmeldungsfrist noch angemeldet. Ja, und dann bin ich... Ich wusste nicht so viel, aber ich bin dann gelandet. Irgendwie war ich im Tandem mit Christian und dann ging das los. Genau. Bist du so lieb? Also weiß vielleicht nicht jeder, was für ein Projekt das ist, um was es sich handelt? Welches Projekt? So ein bisschen wusste ich. Und aber die Zuschauer vielleicht nicht. Ach so. Moment, ich muss ein bisschen umschalten jetzt. Moment. Das war eine kleine Ausbildung zur Märchenerzählerin im mehrsprachigen Tandem war das. Ja. Genau. Und dann dachte ich, gut, ich habe in der Ukraine ein paar Monate als Deutschlehrerin gearbeitet. Ich dachte, gut, vor den Kindern hast du gestanden, schaffst du das irgendwie, habe ich gedacht. Und dann sagte Susanne Prössler noch zu mir, ja, aber da hast du dich jetzt angemeldet, das machst du jetzt, ja? Ich habe gesagt, ja, das mache ich. Aber dann war das so schnell, weil ich, wie gesagt, so spät mich dann diese Info bekommen habe, so spät mich angemeldet habe, das war keine Zeit, auch um abzusagen. Also, naja, und dann war das alles viel schneller, als ich dachte. Ja. Okay. Und magst du auch was sagen, okay. Christian? Ja, bei mir gibt es eine Familiengeschichte. Meine Tochter grinst schon. Weil meine Familie gesagt hat, wenn du in Rente gehst, brauchst du ein Hobby, sonst wirst du unerträglich. Und dann hat meine, ja, sie nicken, ja, haben, stimmt wahrscheinlich. Und da hat mir meine Tochter einen Link geschickt zur Volkshochschule Hannover, die eine Ausbildung zum Märchenerzähler angeboten haben. Und da habe ich dann mitgemacht, ein Dreivierteljahr. Und seitdem hat es mich total gepackt. Jede Gelegenheit, die sich bietet, nutze ich sehr gerne zum Erzählen. Hauptsächlich Märchen, aber auch andere Geschichten. Und die Herausforderung ist dann immer wieder neu, mal draußen wie jetzt oder drinnen, ob es Senioren sind oder Kinder oder behinderte Menschen. Also es gibt immer wieder unterschiedliches Publikum, wo man sich wieder neu was ausdenken muss. Und das macht mir unheimlich Spaß. Und wie kam es da zu eurer Zusammenarbeit? Durch diesen Zufall. Durch den Zufall, genau. Also ich habe schon im Tandem, hatten wir vorher, habe ich schon erzählt, mit einer Frau aus Syrien, also arabisch-deutsch, hatte ich schon ganz gute Erfahrungen. Und ja, das war eine willkommene Veränderung, dann mal mit einer anderen Sprache das auszuprobieren und so. Und das hat sich, so wie Julia auch gesagt hat, das hat von Anfang an gut funktioniert mit uns. Mhm. Weil man muss ja auch zueinander passen, persönlich. Also ne, man kann dann nicht jeden so zusammenpacken. Ach ja, genau. Da beim Netzwerk war schon zweimal arabische Sprache vertreten, Persisch. Und das Netzwerk hat gesucht noch eine andere Fremdsprache. Und dann kam Susanne Prössler auf mich zu und sagte, du sprichst doch noch eine Sprache. Und so kam das. Ja.
Ja, das ist eine Frage. Ja. Seid ihr schon öfter zusammen aufgetreten? Dreimal? Noch mehr. Mehr? In Hannover zweimal in der Schule, in Pogenhagen in der Schule. Ja. In Hannover im Rathaus bei der genau. Neujahrszeremonie vom Bürgermeister. Genau, da waren wir auch. Beim ukrainischen Verein, wir waren sogar eingeladen nach Hamburg zum ukrainischen Konsulat, aber dann kam Corona und das wurde dann abgesagt. Was haben wir noch? Genau. Ja, New York waren wir noch nicht, das kommt dann bald. Okay. Also, stimmt, mehr als ich gedacht habe. Man vergisst das dann wieder. Ach, aha. Ja, in Basinghausen waren wir auch. Ach, in der Förderschule noch auf der Bult waren wir. Genau, viermal erzählt, viermal. Mhm. Ja. Okay, eine Frage habt ihr schon beantwortet, ob es noch andere Sprachen gibt oder ob ihr jeweils, also du Christian hast mit einer arabischsprachigen Dame schon gearbeitet. Du, das für dich ist das erste Tandem, richtig? Genau. Das erste Mal. Mhm. Genau. Dann habe ich schon noch meine letzte Frage. Märchen erzählen Hannover, also Netzwerk MEH. Möchte da jemand von euch gerne noch was zu sagen? Ja, ich habe in letzter Minute noch ein paar so kleine Zettel, wo immerhin unsere Internetseite drauf ist. Da haben wir noch ein paar. Die könnt ihr nachher euch vielleicht hier vom Bühnenrand abholen. Kontaktlos, versteht sich. Inzwischen für 43 Märchenerzählerinnen, davon sind drei Männer oder vier, die haben sich zusammengeschlossen bis jetzt zu einem Netzwerk und wir versuchen, eine einigermaßen ansehnliche Internetseite aktuell bereitzustellen, wo jeder sehen kann, wo wir Auftritte haben und wie man Kontakt zu uns bekommen kann. Wir sagen immer gerne, wir sind käuflich. Also man darf uns auch engagieren, zum Beispiel zum 90. Geburtstag von Uroma. Das geht, habe ich schon gemacht. Macht viel Spaß. Und geht es nicht auch womöglich um eine Vereinsgründung? Ja, wir hoffen, dass wir dieses Jahr noch einen gemeinnützigen, eingetragenen Verein hinkriegen. Das ist in Deutschland eben doch eine Grundlage für alle möglichen Vertragsregelungen. Muss man ein eingetragener Verein sein. Und wir sind jetzt kurz davor, dass wir nicht nur ein Netzwerk sind, sondern auch ein Verein. Hoffentlich noch dieses Jahr. Ja, das wünsche ich mir auch. Also, nur by the way, ich bin auch in dem Netzwerk, aber das war so nur Zufall. Auf Record. Gut, ganz lieben Dank erstmal für die Auskunft. Und ihr habt ja noch eine Geschichte in petto sozusagen. Ja. Das heißt, wir stellen die Stühle wieder weg. Ja. Und dann kommt Kolobok. Da lasst euch am besten überraschen, was das ist. Das ist ein ukrainisches Volksmärchen. Genau. Der Kolobok. So ist besser, gut. So, wasche. So, Achtung. Geschichte vom Kolobok. Нічого, ні грошей, ні їжі. Одного дня дід каже до баби: "Слухай, спечи мені колобка." Da war ein alter Mann und eine alte Frau. Die waren so arm, dass sie noch nicht mal ein Stück Brot in der Küche hatten. Und der Alte, der sagte einmal zu seiner Frau: "Ach, Mütterchen, mach mir doch einen Kolobok." Das ist schon spektakulär. Ne, mach nicht schon. Okay, dann mach. Ach, geh in die Kammer und fege den Rest Mehl zusammen und da wird schon ein kleiner Kolobok bei rauskommen. Bitte. Ну, добре. Пішла баба в комору, спотребла муки, замісила тісто і спекла колобка. Поклала вона його на вікно, щоб він простиг. Da lag der frisch gebackene, köstliche Kolobok. Da lag auf der Fensterbank.
zum Abkühlen. Aber dann rollt er von der Fensterbank runter. Er rollt durch die Stube, er rollt aus der Tür, er rollt über den Hof, er rollt auf die Straße und rollt und rollt und rollt, bis er schließlich zu einem Häschen kommt. Zu einem Häschen? Ja. Kolobok, Kolobok, ja, du bist ihm. Nein, nein, Häschen, liebes Schnuppernäschen, friss mich nicht. Ich singe dir auch ein Lied dafür. Nu dobre, so spivai. Und der Kolobok, der sagt: Ich lag einst auf der Fensterbank, dann rollte ich weg und ich bin dem Mütterchen weggelaufen, ich bin dem Väterchen weggelaufen und dir laufe ich auch weg. I pokotився Kolobok. Der Kolobok rollt und rollt und rollt und rollt, bis er zu einem Wolf kommt. Kolobok, Kolobok, ja, der Besieb. Ach, lieber Wolf, friss mich nicht, ich sing dir auch ein Lied. Я по засіці метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік і від тебе утечу. Und der Kolobok rollt und rollt und rollt und der Wolf konnte ihn schon gar nicht mehr sehen. Und da rollt er auf dem Weg, bis ihm ein Bär begegnet. Kolobok, Kolobok, ja, тебе з'їм. Ach, lieber Bär, friss mich nicht. Ich singe dir auch ein Lied. Я по засіці метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, і від вовка втік, і від тебе утечу. Und der Kolobok rollt und rollt und rollt so schnell, dass der Bär ihn gar nicht mehr sehen kann. Und da rollt er auf dem Weg weiter, bis ihm ein Fuchs begegnet. Und der Fuchs? Kolobok, Kolobok, ja, du bist ihm. Ach, Füchslein, liebes Füchslein, friss mich nicht, ich singe dir auch ein Lied. Я по засіці метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, і від вовка втік, від ведмедя втік, і від тебе утечу. Ну, warte, das ist so ein schönes Lied, das würde ich gern noch mal hören. Kannst du es noch mal singen? Aber ich höre so schlecht. Setz dich doch hier auf meine Nase, dann höre ich dich besser. Ja, bitte. Nu dobre. Der Kolobok setzt sich auf die Nase des Fuchses und singt. Я по засіці метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмедя втік. Ach, das ist so ein schönes Lied. Oh, könntest du es noch ein allerletztes Mal singen? Ein allerletztes Mal. Weißt du, wenn du dich hier auf meine Zunge setzen würdest, dann könnte ich dich sehr gut hören, ja? Ein letztes Mal, bitte. Ну добре. Я по засіці метений, я із борошна спечений, я від баби. Ach, der Fuchs. Und der Kolobok war verschluckt. Der Fuchs hat ihn gefressen. Das ist das Ende der Geschichte. Ja, so viel für heute. Wie gesagt, wir legen gleich nochmal unsere Internetseite hier hin. Da könnt ihr gucken oder Kontakt aufnehmen. Dann sehen wir uns vielleicht woanders nochmal wieder. Ganz herzlichen Dank, dass ihr diese wunderbaren Geschichten erzählt habt. Ja, und an das Publikum, es kommt einer mit einem Hut. Also es wäre lieb, wenn ihr was da reintun könntet. Danke. Ganz, ganz herzlichen Dank. Gerne.